Hälfte kommen ihnen Sätze wie, ich kann das sowieso nicht, ich bin sowieso zu dumm oder ich bin halt einfach nicht sprachbegabt oder auch Mathe checkt man eben oder man checkt es halt nicht bekannt vor. Ja, manche Kinder und Jugendliche, die kommen zu dem Schluss, dass sich das Lernen bei ihnen zumindest für bestimmte Fächer überhaupt nicht lohnt. In dieser Episode erklären wir, woran das liegt und stellen Ihnen drei ganz konkrete Wege vor, um die Selbstwirksamkeit Ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Zu diesem Zweck möchte ich Sie zu Beginn in die Vergangenheit entführen, und zwar zu einem Experiment, das aus heutiger Sicht ethisch wirklich verwerflich ist, aber die Psychologie zu vielen wichtigen Erkenntnissen gebracht hat. Es geht um Untersuchungen des Psychologen Martin Seligmann und seines Teams. Der führte zwischen 1965 und 1969 Experimente an Hunden durch. Stellen Sie sich dazu exemplarisch drei Hunde vor, die jeweils in einem Geschirr festgebunden sind. Der erste Hund erhält Stromschläge, kann diese Stromschläge aber unterbrechen, indem er mit der Schnauze einen Knopf betätigt. Der zweite Hund erhält Stromschläge in derselben Dosis, Intensität und Häufigkeit wie der erste Hund, ist diesen Stromschlägen aber hilflos ausgeliefert. Und dann gibt es noch einen dritten Hund, der erhält überhaupt keine Stromschläge. Jetzt am zweiten Tag werden alle Hunde in eine Box gesteckt. Diese Box hat zwei Abteile mit einer kleinen Erhöhung in der Mitte. Durch die eine Seite der Box wird ein Stromschlag in die Füße der Hunde geleitet und eine Lampe erblinkt, bevor dieser Stromschlag folgt. Die Hunde können sich in Sicherheit bringen, indem sie von dieser Seite, die unter Strom gesetzt wird, über diese Erhöhung springen auf die andere Seite. Wie werden die Hunde wohl reagieren? Wahrscheinlich liegen sie richtig. Die Hunde, die am ersten Tag die Erfahrung gemacht hatten, dass sie durch eigenes Handeln diesen Schmerzen aus dem Weg gehen, die unterbrechen können, springen relativ schnell auf die sichere Seite des Geheges. Mit der Zeit registrieren sie auch, aha, dieses Licht, das aufblinkt, das zeigt an, dass jetzt der Stromschlag kommen wird, und so bringen sie sich bereits vorsorglich in Sicherheit. Sie lernen diesen Zusammenhang relativ schnell. Auch die zweite Gruppe von Hunden reagiert so. Aber ganz anders die dritte Gruppe von Hunden. Die Hunde, die am ersten Tag die Erfahrung gemacht haben, ich kann nichts tun, um die Schmerzen zu unterbrechen. Diese Hunde bleiben in den allermeisten Fällen winselnd und apathisch in diesem Gehege liegen. Sie erdulden die Schmerzen. Wenn sie es überhaupt einmal schaffen, auf die andere Seite zu hüpfen, dann lernen sie diesen Zusammenhang nicht. Also diesen Zusammenhang, aha, ich kann mich in Sicherheit bringen, indem ich dort über diese Erhöhung springe. Und auch den Zusammenhang, dass das Licht eben anzeigt, dass jetzt dieser Stromschlag folgen wird. Martin Seligmann nannte diese Erfahrung, dass man durch eigenes Handeln die Situation nicht kontrollieren kann, erlernte Hilflosigkeit. Er ging davon aus, dass diese Erfahrungen mit der Zeit verinnerlicht werden und auch auf andere Situationen übertragen werden. Dadurch sinkt die Motivation zu handeln und das Lernen wird blockiert. Ja, warum erzählen wir Ihnen von diesem schauerlichen Experiment? Weil diese Erfahrung der erlernten Hilflosigkeit etwas ist, womit sich viele Kinder und Jugendliche auch im Schulkontext konfrontiert sehen. Wir alle wissen es. Kinder und Jugendliche sind, was das Lernen betrifft, sehr unterschiedlich. Manche Kinder haben eine unheimlich rasche Auffassungsgabe. Sie lernen schnell und sie müssen, außer im Unterricht ein wenig aufzupassen, in der Grundschule oft nicht viel mehr tun, um gute Noten zu schreiben. Anderen Kindern fällt das Lernen deutlich schwerer, sie benötigen mehr Zeit, um sich die Inhalte anzueignen, und sie machen immer wieder die Erfahrung, ich möchte mich gern konzentrieren, aber mein Kopf macht eben immer etwas anderes. Oder ich lerne zwar und bereite mich für die Prüfungen vor, aber ich schreibe trotzdem wieder schlechte Noten. Oder auch, ich möchte so gerne gut sein, aber ich verstehe einfach nicht, was die Lehrerin oder der Lehrer dort erklärt. Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit, die sagt nun vorher, was sich tagtäglich in unseren Klassenzimmern beobachten lässt. Diese Kinder, die verinnerlichen die Erfahrung, es lohnt sich sowieso nicht, mich anzustrengen, ich kann das sowieso nicht. Mit der Zeit lassen sie sich überhaupt nicht mehr auf das Lernen ein, sie fühlen sich dumm, sie kommen sich unbegabt vor.
Manche sind apathisch, desinteressiert, andere werten das Lernen ab, sagen, ach, dieses Fach, das interessiert mich nicht, das brauche ich sowieso nicht, um sich selbst zu schützen. Andere werden verzweifelt, weinen oder reagieren aggressiv. Was können wir nun tun, um die Kinder und Jugendlichen aus dieser Hilflosigkeit herauszuführen? Drei Wege möchte ich Ihnen jetzt genauer vorstellen. Tipp 1. Schwierige Gefühle zum Thema machen. Kinder und Jugendliche, die sich beim Lernen hilflos fühlen oder auch Prüfungsängste aufweisen, haben oft den Eindruck, sie sind die Einzigen, denen es so geht. Es ist für sie wahnsinnig heilsam, wenn sie erleben dürfen, diese Sorgen, diese Gefühle, die bekommen Raum, die dürfen zur Sprache kommen und ich darf erleben, dass es auch anderen Menschen oftmals so geht. Andrea Meyer, eine Lehrerin auf der Oberstufe, die unsere Weiterbildung in Lerncoaching besuchte, erzählte uns, dass sie im letzten Schuljahr eine neue Klasse übernommen hat. Und sie wusste bereits von der abgebenden Lehrkraft, dass diese Jugendlichen große Schwierigkeiten in der Mathematik haben. Viele hatten schlechte Noten, hatten das Lernen für dieses Fach bereits abgeschrieben und den Eindruck, das bringt alles sowieso nichts. Andrea Meyer schrieb allen Jugendlichen zu Beginn des Schuljahres einen Brief. Sie schrieb, ich hoffe, dass dieser Brief dir einen Einblick in deine Zukunft geben wird. Ich weiß auch, dass du vielleicht nicht immer so schöne Erlebnisse in deiner Primarschulzeit hattest. Vielleicht hast du viele Enttäuschungen erlebt. Das kann ziemlich anstrengend sein und man fühlt sich dabei nicht so gut. Ist sogar traurig oder sogar wütend auf sich selbst oder jemand anderen. Du glaubst es vielleicht gar nicht. So ist es mir auch ergangen. Nun möchte ich dir gerne noch etwas von mir erzählen. Sie schrieb, dass auch sie eine schlechte Mathe-Schülerin war, sich jahrelang durch die Mathematik gequält hat, im Unterricht nur sehr wenig verstanden hatte und dass sie erst in der Ausbildung zur Lehrerin den Zugang zu diesem Fach gefunden hatte. Sie schreibt den Jugendlichen weiter in dem Brief, ich hatte so schlechte Erfahrungen, die immer noch in meinem Kopf waren. Nun musste ich meine schlechten Erfahrungen loswerden. Ich habe es geschafft, meine schlechten Gedanken loszuwerden. Du glaubst es vermutlich nicht. Mein Lieblingsfach ist es jetzt, Mathematik zu unterrichten. Es macht mir Spaß, wenn ich sehe, wie die Kinder weiterkommen. Deshalb bin ich Lehrerin geworden. Andrea Meyer lud die Jugendlichen in diesem Zusammenhang dann auch dazu ein, über ihre eigenen Erfahrungen zu schreiben. Und im Anschluss erzählte sie uns, ich weiß auch nicht, was ich da ausgelöst habe, aber die Jugendlichen sind mit Feuereifer dabei im Mathematikunterricht. Ich scheine mitten in ihre Herzen getroffen zu haben. Ein wunderschönes Beispiel. Kinder und Jugendliche, die sich hilflos fühlen beim Lernen, die brauchen nicht in erster Linie mehr Erfolgserlebnisse, die ohnehin so schwer herzustellen sind. Sie benötigen auch keine Erwachsenen, die mit einfachen Ratschlägen wie du musst einfach an dich glauben, dann klappt es schon oder mach dir nichts draus, dann bist du halt schlecht aufwarten. Sondern sie brauchen Bezugspersonen, die Verständnis zeigen, die sich in sie einfühlen und die ihnen vermitteln. Es ist ganz normal, dass man sich beim Lernen manchmal blockiert fühlt, dass man Unsicherheiten hat, dass man nicht weiterkommt. Du darfst diese Unsicherheiten haben. Wir können darüber sprechen und ich bin für dich da. Andrea Meyer hat aber nicht nur die Hilflosigkeit mit den Jugendlichen thematisiert, sondern sie hat sich auch als Modell angeboten. Und hier sind wir bereits bei Tipp 2. Hilfreiche Modelle anbieten. Wie wirksam hilfreiche Modelle sind, zeigt unter anderem eine Untersuchung von Lynn Siegler und Kollegen. Diese Forschergruppe untersuchte Jugendliche der 9. und 10. Klasse im Fach Naturwissenschaften. Alle Jugendlichen wurden per Zufall einer von drei Gruppen zugeordnet. Gruppe Nummer 1 erhielt einen Schulbuchtext über das Leben und die Errungenschaften von bekannten Forscherinnen und Forschern wie beispielsweise Albert Einstein, Marie Curie oder Michael Faraday. Die zweite Gruppe las ebenfalls einen Schulbuchtext, in dem es um diese tollen Errungenschaften dieser Forscherinnen und Forscher ging. Aber zusätzlich dazu erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Hürden im Privatleben dieser erfolgreichen Figuren. Sie erfuhren beispielsweise, dass Albert Einstein vor dem Naziregime als Jude fliehen musste oder auch, dass Marie Curie als Frau die weiterführende Schule nur heimlich besuchen konnte, weil es in ihrem Heimatland untersagt war, dass Frauen höhere Bildungsabschlüsse erreichen. Es gab auch eine dritte Gruppe,
Gruppe und diese dritte Gruppe erfuhr einerseits eben auch wieder von diesen Erfolgen, die Michael Faraday, die Marie Curie, die auch Albert Einstein einstreichen durften. Und sie erfuhren aber auch, welche Hürden und Hindernisse diese berühmten Figuren in ihrem beruflichen Leben antrafen. Sie lasen über fehlgeschlagene Experimente, über Situationen, in denen die Forscher und Forscherinnen unsicher waren oder an sich selbst zweifelten. Und sie erfuhren, wie diese berühmten Persönlichkeiten sich beharrlich mit diesen Schwierigkeiten auseinandergesetzt hatten. Beispielsweise, dass Albert Einstein zu Beginn und auch sonst zu Lebzeiten viel Widerstand erfahren hat gegen seine Theorien und dass er diesen Widerstand genutzt hat, um seine Theorien und Argumente zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Danach ging der Unterricht für 6 Wochen wie gewohnt weiter und dann untersuchte man noch einmal, wie hatten sich die Jugendlichen jetzt hinsichtlich ihrer Leistung entwickelt. Zu Beginn der Studie gab es keine Leistungsunterschiede zwischen diesen 3 Gruppen, aber nun zeigten sich deutliche Unterschiede. Die Jugendlichen nämlich, die über die persönlichen oder die beruflichen Hürden der berühmten Persönlichkeiten gelesen hatten, konnten ihre Leistung im Fach Naturwissenschaften verbessern. Sie gaben dann auch in der Nachbefragung besonders häufig an, dass sie sich recht gut mit diesen Figuren identifizieren konnten, weil sie meinten, das sind ja Leute wie du und ich, die eben auch Probleme haben. Besonders profitierten Kinder und Jugendliche von diesen Modellen, die besonders schlechte Noten zu Beginn im Fach Naturwissenschaften gehabt hatten. Ganz anders sah es in der Gruppe der Jugendlichen aus, die ausschließlich von den tollen Errungenschaften erfahren hatten. Diese Jugendlichen verschlechterten ihre Leistung im Fach Naturwissenschaften im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. Und sie gaben besonders häufig an, dass Leute wie Marie Curie einfach Genies seien, dass ihnen das Talent, die Begabung, die Intelligenz einfach angeboren seien. Und das war es eben. An dieser Stelle möchte ich Sie gerne dazu einladen, kurz zu überlegen, welche Modelle würden sich für Ihren Unterricht, für Ihr Fach eignen, um Ihren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Unsicherheiten und Schwierigkeiten dazugehören zum Lernen und dass es sich lohnt, beharrlich dran zu bleiben. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3, Fortschritte und Erfolge auf die Arbeitshaltung zurückführen. Ja, wie hilflos oder wie selbstwirksam wir uns angesichts von Schwierigkeiten fühlen, hat auch etwas mit den Rückmeldungen zu tun, die wir im Leistungskontext erhalten. Dazu gibt es eine spannende Untersuchung von Müller und Dweck. Die beiden Forscherinnen luden rund 400 Kinder ins Labor ein und ließen diese Kinder intelligenztestähnliche Aufgaben lösen. Im Anschluss gingen sie zu allen Kindern und sagten ihnen, hey, du hast 80% der Aufgaben richtig gelöst, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Das war natürlich gelogen. Die Forscherinnen wollten den Kindern einfach ein gutes Gefühl geben und ihnen zeigen, dass sie erfolgreich sind. Nun teilten sie die Kinder wieder per Zufall einer von 3 Gruppen zu. Die erste Gruppe bekam keine weiteren Rückmeldungen, außer diesem, hey super, du hast 80% richtig gelöst, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Gruppe 2 erfuhr ebenfalls, dass sie gut abgeschnitten habe und dass das wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie sich sehr Mühe gegeben hatten. Und die dritte Gruppe der Kinder erhielt die Rückmeldung, dass sie 80% richtig gelöst hätten, dass ein sehr gutes Ergebnis sei und dass das wahrscheinlich dadurch zustande gekommen sei, dass sie eben sehr intelligent sind. In einem zweiten Schritt gingen sie nun zu allen Kindern und gaben ihnen 2 Wahlmöglichkeiten. Sie sagten, du kannst dich jetzt entscheiden. Du kannst entweder diese Aufgabe hier wählen, die ist relativ einfach, du wirst die ziemlich sicher auch können, aber du wirst einfach nicht besonders viel dabei lernen. Oder aber du nimmst diese schwierige Aufgabe hier. Ich kann dir nicht versprechen, dass du die lösen kannst, aber du wirst auf jeden Fall eine Menge dabei lernen. Welche Aufgabe möchtest du? Das heißt, sie wollten wissen, welche Kinder wagen sich mutig an die schwierige Aufgabe in Abhängigkeit davon, welche Rückmeldung sie bekommen hatten. Was glauben Sie? Von den Kindern, die keine weiteren Rückmeldungen erhalten hatten, haben über 50%, genauer gesagt 55%, die schwierige Aufgabe für sich entdeckt und gewählt. Die Kinder, bei denen man gesagt hatte, dass das
erfolgreich sein mit ihrer Anstrengung, mit ihrer Bemühung zu tun habe, waren die allermeisten ganz versessen darauf, die schwierige Aufgabe zu wählen. 90% dieser Kinder schnappten sich die schwierige Aufgabe. Ganz anders in der dritten Gruppe, der man gesagt hatte, dass sie wohl sehr intelligent sein müssten. Hier gingen die allermeisten Kinder dem Schwierigen aus dem Weg. Nur 35% der Kinder wählten die Herausforderung für sich. Wie kann das sein? Wie lässt sich das erklären? Es gibt hier vor allem zwei Erklärungsmodelle. Wenn ich erfahre, dass ich sehr intelligent, begabt oder talentiert bin, dann muss ich mich gar nicht mehr anstrengen. Denn dann haben meine Erfolge, meine Leistungen ja nicht etwas damit zu tun, was ich tue oder was ich investiere, sondern mit meiner Persönlichkeit, mit etwas, was mir angeboren ist. Aber, und das wäre die zweite Möglichkeit, es kann auch sein, dass diese Kinder und Jugendlichen Angst vor Statusverlust haben, dass sie nämlich denken, okay, diese Versuchsleiterin, die hat nun gemerkt, dass ich intelligent bin, weil ich diese Aufgaben lösen konnte. Aber was ist, wenn ich diese schwierige Aufgabe nun nicht schaffe? Bin ich da nicht mehr intelligent? Was denkt dann die Versuchsleiterin von mir? Das heißt, sie gehen den Schwierigkeiten aus dem Weg, um dieses Bild von sich selber nicht ins Wanken zu bringen, um sich davor zu schützen, eben schlecht abzuschneiden. In weiteren Untersuchungen konnte man dann auch zeigen, dass Kinder und Jugendliche, denen man die Rückmeldung gibt, dass sie sehr intelligent sind, sehr begabt sind und deswegen erfolgreich sind, dazu neigen, häufiger bei Prüfungen zu schummeln und dass sie schlechter aus Fehlern lernen. Als Lehrkraft können Sie dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht so schnell hilflos fühlen, indem Sie verdeutlichen, dass jeder dazulernen kann, wenn er sich Mühe gibt. Bei einem leistungsschwachen Kind könnten Sie beispielsweise den Blick ganz gezielt auf die individuellen kleinen Fortschritte legen und ihm oder ihr zurückmelden, was sie oder er bereits besser kann als letztes Semester oder im letzten Schuljahr. Bei einer Jugendlichen, die scheinbar mühelos gute Noten schreibt und sich nicht besonders auf die Prüfung vorbereiten muss, könnten Sie Anerkennung dafür zeigen, dass sie im Unterricht so gut mitarbeitet und so gut aufpasst, so aktiv dabei ist und zurückmelden, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum sie in den Prüfungen so gut abschneidet. Wenn ein Jugendlicher oder ein Kind einen Erfolg erlebt, dann können Sie nachfragen, wie hast du das geschafft oder wie ist dir das gelungen? Und mit ihm gemeinsam herausarbeiten, was er selbst zu diesem Erfolg beigetragen hat. Die Hilflosigkeit reduziert sich immer dann und die Selbstwirksamkeit steigt, wenn Jugendliche die Erfahrung machen und auch vermittelt bekommen, meine Leistungen, meine Erfolge haben auch etwas mit meiner Ausdauer, mit meiner Beharrlichkeit, mit meinen Lernstrategien, mit der investierten Zeit zu tun. Natürlich fallen mir nicht alle Fächer gleich leicht und ich bin auch nicht überall gleich begabt. Aber es gibt immer einen gewissen Handlungsspielraum, den ich ausnutzen kann. Meine Lehrerinnen und meine Lehrer, die schätzen das, wenn ich mir Mühe gebe und die sehen das auch. Zum Abschluss möchte ich Sie gerne zu einer Übung einladen. In dieser Episode haben Sie gehört, wie wichtig es ist, was Kinder und Jugendliche während des Lernens denken und fühlen, insbesondere wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen. Wir haben auf der einen Seite Kinder, die sofort den Eindruck haben, zu dumm zu sein, es sowieso nicht zu können, die hilflos werden und dem Lernen aus dem Weg gehen. Und auf der anderen Seite haben wir Kinder, die angesichts von Schwierigkeiten Beharrlichkeit zeigen, die es nochmal probieren, die sich Hilfe holen oder sich selber Mut zusprechen. Wie könnten Sie dieses Thema zukünftig im Unterricht aufgreifen? Wie möchten Sie offen mit den Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, dass Unsicherheiten, Zweifel, Schwierigkeiten zum Lernen dazugehören und dass es sich lohnt, sich dem mit Mut und Ausdauer entgegenzustellen und zwar ganz ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben? Dieses Video ist Teil unserer Videoserie 12 Impulse für Lehrerinnen und Lehrer. Klicken Sie doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button, dann verpassen Sie keines unserer Videos mehr. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Ihre Stefanie Rietzler.